Herzlich willkommen zur Meditation zur Aktivierung deines sechsten Chakras, dem Stirnchakra. Das Stirnchakra liegt, wie der Name schon sagt, in der Stirn, zwischen deinen Augenbrauen. Es wird auch das dritte Auge genannt, weil wir mit ihm befähigt sind, unsere Wünsche und Träume zu visualisieren und in unserem Leben zu manifestieren. Ist das Stirnchakra energetisch unterversorgt, neigen wir zu einer starken Kopflastigkeit. Das heißt, wir schenken nur dem Glauben, was wissenschaftlich erklärbar und statistisch nachgewiesen werden kann. Innere Bilder und Visionen haben keinen Raum, ja können sich erst gar nicht entfalten, da sie als unrealistische Träumereien unterdrückt werden. Möchtest du dein gesamtes Potenzial nutzen, ist es aber nötig, eben diesen Visionen und Träumen einen Raum zur Entfaltung zu geben, damit du komplett wirst und das lebst, was du wirklich bist und willst. Was mit dem Verstand vielleicht im ersten Moment nicht erklärbar ist und dennoch dein Leben so sehr bereichert und lebenswert macht. In dieser Meditation wollen wir diesen Raum des dritten Auges, deiner Visionen und wahren Herzenswünsche öffnen und durchlüften. Es in dir und deinem Energiesystem integrieren. Das ist immer wieder nötig, weil unser geschichtenerzählender Geist nun mal noch sehr aktiv ist und zu allem seine Meinung und Erfahrung hat und weniger das gelten lässt, was unsere Seele möchte. Ich lade dich ein, es dir nun ganz gemütlich zu machen, dich noch ein bisschen mehr in deinen Stuhl, dein Sofa, dein Bett oder wo du dich gerade befindest, hineinfallen zu lassen. Dich in diesen Moment hineinfallen zu lassen, in seiner ganzen Kostbarkeit und Magie. Stelle dir bitte dein Stirnchakra, dein drittes Auge, als einen energetischen Raum vor. Es ist von einem indigoblauen Licht umhüllt. Nimm diese Farbe einmal wahr. Tauche in ihr ein. Lass dich von ihr erfüllen. Und dann betrete diesen indigoblauen Raum deines Stirnchakras. Wie ist es hier? Wie fühlst du dich? Nimm alles ganz genau wahr. Ist es hell? Oder dunkel? Ist dieser Raum voll oder völlig leer? Sieh mal, er hat Fenster. Vielleicht sind sie mit schweren Vorhängen behangen. Oder ganz schmutzig, vielleicht aber auch spiegelglatt und rein. Wie auch immer sie sich dir zeigen, gehe auf sie zu und öffne sie. Lass Licht rein, lass Luft rein. Flute den Raum deines dritten Auges mit neuer Energie. Lass den frischen Windzug hindurchwehen und alles mitnehmen, was jetzt nicht mehr hierher gehört.
Erde dabei ganz rein und leicht in deinem Stirnchakra. Mach es ganz weit auf. Lass neues Leben herein. Durch deine Aufmerksamkeit, deinen Willen, dass dies nun passiert, geschieht dies von ganz allein. Und dann visualisiere hier an diesem Ort, in diesem Raum deines dritten Auges, deinen aktuellen Herzenswunsch. Es gibt mit Sicherheit gerade ein Thema in deinem Leben, das dir sehr am Herzen liegt, bei dem du dich nach Erfüllung oder Heilung sehnst, eine Veränderung wünscht oder ein Thema, das du endlich loslassen möchtest. Visualisiere nun diesen Zustand der reinen Erfüllung deines Herzenswunsches. Stell ihn dir bildlich vor, den Zustand, dem sich dein Wunsch bereits erfüllt hat. Male ihn richtig bunt aus, allen Farben und Formen. Hier ist alles vorhanden, alles bereits da, was es dazu braucht, dass dieser Wunsch erfüllt ist. Dein Wunsch ist bereits Realität geworden. Und du siehst dich jetzt ganz genau in dieser Situation reiner Erfüllung. Lass die Bilder größer und bunter werden. Hörst die Geräusche. Berührst alles, was es zu berühren gibt. Du fühlst dich. Du fühlst dich in der Erfüllung deines Herzenswunsches. Du fühlst die Erfüllung an jeder Faser deines Körpers. Nimm die Energie deines Herzchakras hinzu. Lass die grünen Liebesfunken tanzen. Du siehst die Erfüllung deines Herzenswunsches mit deinem dritten Auge und fühlst die Erfüllung deines Herzenswunsches in deinem Herzen. Dehne dieses Gefühl von deinem Herzen aus noch mehr aus. Durch deinen ganzen Körper hindurch und darüber hinaus in deine Ausstrahlung, deine Aura hinein. Lass dieses Gefühl wachsen. Wachse du. Wachse über dich hinaus und genieße. Genieße die Fülle. Nimm alle Eindrücke und Gefühle wahr. Sehr gut. Je öfter du deine Wünsche und Träume auf diese Art siehst und fühlst, desto eher werden sie sich in deinem Leben manifestieren. Vielleicht kennst du den Spruch, außen wie innen. Das heißt, alles, was sich in deinem Außen zeigt, entspricht deinem Inneren.
oder andersherum, alles, was du im Innern spürst, wird sich auf kurz oder lang auch im Außen zeigen. Daher nutze diese Kraft deines dritten Auges und erschaffe dir das Leben, wonach du dich von Herzen sehnst. Nimm dabei immer die Kraft und Liebe deines Herzens dazu. Denn es benötigt beides. Deine Vorstellungskraft und das dazugehörige Gefühl. Dann bist du Schöpfer, Schöpfer deines eigenen Lebens. Und so nimm nun wieder den Raum deines dritten Auges wahr, in seinem indigo-blauen Licht. Hat sich etwas verändert? Sieh dich um. Atme tief ein und fühle dich zu Hause in diesem Raum in dir. Komme immer wieder hierher. Öffne die Fenster und flute ihn mit der Energie deiner liebevollen Aufmerksamkeit. Für heute kehren wir jedoch zurück ins Hier und Jetzt, auf den Platz, auf den du sitzt oder liegst. Nimm bitte ein paar bewusste Atemzüge. Und dann bewege deine Füße und Hände. Strecke dich gerne etwas. Wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen. Wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlt es sich in deinem Stirnchakra an? Genieße noch einen Moment die Energie in diesem Chakra. Ich wünsche dir viel Freude beim Erschaffen deiner Realität im Einklang mit deinem Herzen und deiner Seele.